I've did some research. Also, ich habe ein bisschen geforscht und es war nicht einfach, aber Diffie-Hellman Schlüsselaustausch ist so weit über meinem Bezahlstatus, deswegen werde ich es jetzt ganz einfach halten. Bitte heißt willkommen Alex Haldermann von der Uni Michigan und Natalie Henniger von der Uni Pennsylvania. Thank you. Danke. Thank you all so much. Danke, vielen, vielen Dank euch allen. Es ist wunderbar, zurück zu sein beim 32C3. Mein Name ist Alex Haldermann von der Universität Michigan. Wieder dieses Jahr hier mit vielen meiner Studenten, meiner Gruppe im Publikum und die sprechen auch. Wir studieren Sicherheit in der echten Welt. Also heute haben wir eine sehr besondere Story, die wir euch erzählen können, über die wir sehr stolz sind, zusammen mit meiner Kollegin Nadja Henniger zu erzählen. Wir werden heute sprechen über diskrete Logarithmen, Diffie-Hellman und einiges der Forschung, die wir gemacht haben im vergangenen Jahr, um zu zeigen, wie die NSA möglicherweise so viel Kryptographie bricht, von denen wir wissen, dass sie eben brechen. Das ist eine gemeinsame Arbeit mit einigen anderen Co-Autoren, mit 12 anderen Co-Autoren. 3 davon sind heute hier in diesem Raum und ich würde sie bitten, aufzustehen, aber sie haben gesagt, sie möchten das nicht. Aber bitte, bitte applaudiert kurz meinen Co-Autoren auch. So, thank you. So in this very room, in genau diesem Raum heute vor einem Jahr, 31.10.3, hat Jakob Appelbaum und Laura Poitras haben gesprochen über die, wo sie neue Resultate der Snowden-Archive veröffentlicht haben. Und zwar haben sie uns gesagt, wie oder eben, dass die NSA Kryptographie, die in weit verbreiteten Online-Unterhaltungen benutzt wird, dass sie die eben brechen. Und sie haben später veröffentlicht einen Artikel im Spiegel, wo es darum ging, wo Dokumente inkludiert waren, die gezeigt haben, dass eben die Breite der Zerstörung, der Verschlüsselung durch den NSA sehr signifikant war, dass die NSA eben nicht alle Verschlüsselungen durchbrochen haben, aber sehr viele verschiedene Krypto eben tatsächlich überwunden haben. Und was die Leaks nicht beantwortet haben, ist die Frage, wie hat die NSA diese Kryptographie gebrochen? Und für Kryptologen ist die Sache, wenn wir nicht wissen, wie sie sie brechen, was können wir tun, um das zu verhindern? Und Nadja, ich und unsere Co-Autoren haben deswegen uns vorgenommen, durch unsere Forschung diese Fragen zu beantworten. Wie bricht die NSA wahrscheinlich die weit verbreitete Kryptographie und was können wir und andere Forscher machen, um diese Angriffe zu stoppen? So, also erzählen wir jetzt die Geschichte. Wartet, bis ihr seht, wie die Geschichte endet. Als ich angefangen habe, als Angreifer, wenn ich ein Angreifer wäre und Krypto brechen würde, dann gäbe es verschiedene Optionen, das zu tun. Also einer, der das Entscheidungsbaum ist hier, die Implementationen anzugreifen, also die Verletzlichkeiten zu finden oder eben Hintertüren einzubahren. Zum Beispiel mit Juniper haben wir das gesehen, deren Systeme kompromittiert wurden. Und es gibt aber noch eine andere Richtung, in die wir gehen können. Man könnte die Algorithmen direkt angreifen, also die Kryptographie selbst. Und der Unterschied ist, wenn wir die Implementation angreifen, dann müssen wir investieren jedes Mal, wenn neue Hardware, neue Software rauskommt, die diese Algorithmen implementiert. Wenn wir dagegen die drunterliegenden Kryptographie angreifen, dann haben wir nur einen Anhaltspunkt, den wir angreifen müssen, um ganz, ganz viele Kryptographie zu brechen. Also eine ganz kleine Anzahl an Algorithmen dominieren, sowohl symmetrische als auch, also zum Beispiel AES und RC4 dominieren hier. Und die meisten Kryptologen glauben, dass diese Algorithmen zu brechen sehr, sehr hart ist. Genau. Und stattdessen haben wir auch noch eine Menge an öffentlicher Schlüsselkryptographie, die sehr weit verbreitet wird bei den Diensten, die wir benutzen und mögen, zum Beispiel Diffie-Hellman und RSA. Und dort sind einfach weiße Flecken auf der Karte, wie man so sagt. Also das sind die Sachen, die praktisch die meisten Kryptologen glauben, die von
von der NSA angegriffen werden könnten. Also gebe ich jetzt an Nadja weiter, um über Public Key oder öffentlichen Schlüssel Krypto zu sprechen. So, um das jetzt zu verstehen, wie die Kryptoanalyse funktioniert, gehen wir ganz an den Anfang zurück, ganz an den Anfang der Public Key Kryptographie. Ich will erst erklären, wie RSA funktioniert, also von Rivers, Shamir, Adelman erfundene Kryptographie. Das ist jetzt der einfachste Fall, den man so erklären kann. Und danach geht es dann um Diffie-Hellman, wie man da die Kryptoanalyse drauf macht. Das war die erste öffentliche Public Key Kryptographie Algorithmus und der wird auch heute noch verwendet. Das kann irgendwie was ausdrücken darüber, wie wenig Fortschritt wir gemacht haben oder einfach, dass manche Ideen sich natürlich ergeben. Und das ist das so Textbuchbeispiel, wie das funktioniert. Also Alice und Bob wollen eine Kommunikation verschlüsseln über einen öffentlichen Kanal und dazwischen sitzt ein Angreifer, der zuhören will. Und um das jetzt zu umgehen, müssen sie irgendwie einen gemeinsamen Schlüssel oder ein gemeinsames Geheimnis teilen. RSA hilft dabei, das zu ermöglichen. Bob, derjenige auf der rechten Seite hier, der hat einen öffentlichen Schlüssel. Das ist in RSA ein großer Integer und den schickt er an Alice und gibt es ihr, um ihre Nachricht zu verschlüsseln. Die schickt es dann an ihn zurück und der kann es dann mit seinem Key wieder entschlüsseln und kann damit die übertragene Nachricht ist dann ein Schlüssel für eine symmetrische Chiffre. Der Grund, warum wir glauben, dass RSA sicher ist, ist der beste Weg, wie man das angreifen kann, ist, dass man eben diesen Schlüssel zerlegen kann in seine Bestandteile. Und das ist sehr hart. Wir hoffen einfach, dass diese Exponentiation sowas wie eine Einwegfunktion ist. Es ist sehr einfach, es in der Vorwärtsrichtung zu machen, aber die Invertierung ist relativ hart. Das Beste, was wir dafür kennen, ist der Number Field Sieve Algorithmus. Wie das funktioniert, will ich jetzt nur kurz erklären, also sehr, sehr grob. Es ist ein Algorithmus mit mehreren Stufen, relativ kompliziert. Manche von den Schritten kann man relativ gut parallelisieren, manche etwas weniger gut. Also mehrere verschiedene Stufen, da gehen wir dann durch. Und am Ende des Algorithmus haben wir dann hoffentlich einen Primzahlfaktor von der Zahl, die wir als Ausgangspunkt gewählt haben, gefunden. Wie lange dauert das jetzt? Eine Antwort. Das hier ist das, was die Zahlentheoretiker euch sagen, wie lange es dauern wird. Das ist eine subexponentielle Funktion der Eingabe. Das ist vermutlich nichts, was euch was sagt. Aber hier ist was Konkreteres. Also hier für 512-Bit RSA-Schlüssel, dann das war die erste standardisierte Größe. Das hat ungefähr 6 Monate und ein paar Supercomputer gedauert. Aber jetzt kann man das schon irgendwie stundenweise kaufen. Und einige Studenten von mir haben das in ungefähr 4 Stunden und 75 Euro, Dollar auf Amazon EC2 geknackt. Wenn ihr das auch machen wollt, dann ihr könnt das auch machen. Wir haben den Code veröffentlicht. Die Adresse steht da auf der Folie. Wir freuen uns über Feedback. Wenn man jetzt mit der Schlüssellänge größer wird, also zum Beispiel ein 768-Bit-Schlüssel, dann ist der momentane Schätzung, wie lange das dauert, ungefähr weniger als ein Kalenderjahr dauert. Die erste öffentliche Entschlüsselung eines so langen Schlüssels dieser Größe wurde 2009 durchgeführt. Und bei größeren Schlüsseln hat es noch niemand öffentlich durchgeführt. Wahrscheinlich ungefähr 1 Million Kernjahre, also CPU-Kernjahre. Und man geht davon aus, dass es vielleicht sogar schon in Reichweite von großen Regierungsorganisationen ist. Deswegen ist unsere Empfehlung, dass man wenigstens 2048-Bit-Schlüsseln benutzt, weil sonst ist es relativ sicher, dass es schon geknackt werden kann, relativ bald. Now I'll move on to Diffie-Hellman. So,
Jetzt gehen wir weiter zu Diffie-Hellman. Das Paper, das Diffie und Hellman rausgeschrieben haben, neue Richtungen in der Kryptographie. Wie viele von euch haben dieses Papier tatsächlich gelesen? Alle anderen sollten das jetzt gleich sofort nach unserem Talk lesen. Der erste Satz in diesem Paper ist 1976, wir stehen am Rand einer Revolution in der Kryptographie. Das ist eines der besten Öffnungssätze in einem akademischen Papier, das ich jemals gelesen habe. Und sie waren hundertprozentig, hatten recht über alles, was in diesem Ding geschrieben hat. Und sie haben da die Grundsteine gelegt für die komplette Kryptographie in den nächsten Jahrzehnten. Und sie kamen auch mit den Grundlagen des modernen Schlüsselaustausches heraus, das heute immer noch in allen modernen Verschlüsselungstechniken benutzt wird. Alles in einem Papier. Paper. Okay. Diffie-Hellman, wie funktioniert das? Wir haben einige Parameter. Wir haben ein Primzahl P und ein Element G, das kleiner ist als P. Da sagen wir mal, okay, G ist einfach 2, dann kann man sich das besser vorstellen. P ist eine sehr, sehr, sehr große Primzahl. Sagen wir mal 2048 mit Primzahl. Alice und Bob, genau wie im vorigen Szenario, sie wollen also eine Kommunikation aufrechterhalten und es könnte aber jemand zuhören. Also was machen wir dann? Alles generiert einen geheimen Wert A und dann dann berechnet sie eben G hoch AB modulus P und dann während B eben G hoch AB modulus P und dann sieht ein Zuhörer, sieht die entsprechenden Werte, aber kann daraus nichts rausziehen. Aber Alice und Bob können trotzdem individuell ihre Geheimnisse nehmen und dann praktisch entsprechend rausrechnen ein gemeinsames Geheimnis oder ein Shared Secret. Und damit können sie dann als Session Key oder wie auch immer, können sie praktisch ihre Kommunikation symmetrisch verschlüsseln. Und das ist der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, der überall im Internet benutzt wird, grundsätzlich. Einer der Gründe, warum Leute Diffie-Hellman immer wieder benutzen wollen und verbreiten wollen, also anstatt RSA, ist, dass Diffie-Hellman die sogenannte Perfect Forward Secrets hat oder die Zukunftssicherheit. Das heißt, Alice und Bob können immer neue Werte generieren, neue Schlüssel generieren für die Kommunikation. Und selbst wenn dann eine Regierungsorganisation all diese Werte mitloggt, müssen sie diese Keys ständig neu rausrechnen, weil sie sich und sie können auch später nicht einfach in Alice oder Bobs Computer sich reinhacken und dann diese Original-Keys rausfinden und damit die Originalunterhaltungen wieder rausrechnen, weil die beiden haben inzwischen die Keys schon wieder gelöscht, die sie benutzen. Solange sie also jedes Mal neue zufällige Werte sich herausrechnen, dann sollten diese Werte nichts über die zukünftigen oder vorangegangenen Kommunikationen enthalten. Und das ist die Perfect Forward Secrecy oder zukunftssichere Verschlüsselung. Und einige Leute empfehlen definitiv Diffie-Hellman und selbst ich habe das gesagt, ihr solltet immer Diffie-Hellman benutzen und nicht RSA, weil eben die perfekte Zukunftssicherheit da noch gegeben ist. Und hier ist eben eine Sammlung von Zitaten, die ich im Internet gefunden habe durch das Suchen von Perfect Forward Secrecy. Und wir finden Leute, die sagen, es ist sicherer und die NSA kann das gar nicht entschlüsseln. Und 2048-Bit Diffie-Hellman ist viel besser als 2048-Bit RSA. Oder 1024-Bit Diffie-Hellman ist besser als irgendwas, was RSA machen kann. Und das sind lauter Leute, die Freunde und Leute, die ich respektiere und auch außerdem zufällige Randos auf Stack Overflow. Aber weil das ist da, wo die Leute natürlich ihre Empfehlungen herbekommen. Und man sieht also, dass viele Leute Diffie-Hellman und Perfect Form and Secrecy als Grund nehmen, um Diffie-Hellman zu empfehlen. Und wir hatten Unrecht. Es tut uns sehr leid. Ich erzähle euch jetzt einfach mal genauer, wie diese Kryptoanalyse bei Diffie-Hellman aussieht. Also wir haben gehofft, dass das zugrunde liegende Problem, das man lösen muss, um zu entschlüsseln, hart ist. Also wenn man diesen Schlüsselaustauschwert nimmt, der berechnet wurde, müsste man den faktorisieren können und genauso. Das ist relativ ähnlich, dass der diskrete Logarithmus ist deutlich härter zu berechnen als die Exponentiation. Deswegen bietet es Sicherheit. Und das Beste, was wir dafür haben, ist eben das Number Field Sieve, um das zu berechnen. Das ist das Diagramm, wie das hier aussieht.
Wir haben wieder ein mehrschrittiges Verfahren, wieder verschiedene Schritte mit unterschiedlicher Parallelisierbarkeit. Der letzte Teil sieht ein bisschen anders aus als vorher, aber das ignorieren wir mal jetzt im Moment. Also wir haben jetzt ungefähr ein Bild im Kopf, wie das aussieht, wie lange dauert es. Wieder die zahlentheoretische Antwort, selbe Antwort. Das ist der Grund, warum jeder sagt, dass die Sicherheit von 10, 20 Bit-Schlüssel bei beiden Verfahren ist in etwa gleich schwer zu knacken. Die etwas detailliertere Antwort darauf ist, wie lange dauert es wirklich, um das in der Realität auszurechnen? Und wenn man das jetzt anschaut, ein klein wenig länger, als es dauert für das RSA-Problem. Nicht so viel länger. Deswegen ist auch die unterste Schranke für das, was wir sicher halten, auch wieder 2048 Bit. Also sollte okay sein, wenn man das nimmt. Können wir jetzt alle nach Hause gehen. Aber was, wenn man jetzt viele Verbindungen knacken will, die alle die gleichen Parameter P verwendet, muss man da jedes Mal durch alles durchlaufen, jedes einzelne Mal, für jede einzelne Verbindung? Das war so ein bisschen die Hoffnung oder die Rechtfertigung für die perfekte vorwärtsgerichtete Sicherheit. Das ist bei gleicher Länge gesichert ist, aber das ist jetzt leider nicht der Fall, weil wenn man sich jetzt das Ziel anschaut, was wir errechnen wollen, dann ist es nur in der ganz letzten Schritt, dass das eingeht. Das heißt, man kann den Algorithmus in zwei Teile teilen. Den ersten Hälfte, die nur von dem Teil P abhängen, und die zweite Hälfte, die den Output der ersten Stufe nimmt und dann wirklich abhängt von dem Ziel der diskreten Logarithmusberechnung, die wir haben. Das heißt, das ist ein echtes Problem, weil den ersten Teil kann man vorberechnen. Ganz besonders, wenn man sehr viele Verbindungen hat, die dieselbe Primzahl verwendet, dann muss ich wirklich diesen Aufwand für den ersten Teil schon vorab berechnen und dann kann ich das, den eigentlichen Anteil für das, was ich berechnen will, ist dann nur noch sehr, sehr klein. In unserer Schätzung aus unserem Paper, das wir veröffentlicht haben, sieht man, wie viel wir glauben, dass es in der Realität wirklich dauern wird. Und die Antwort ist, wenn man sich über die, wenn man von der Regierung irgendwie sich bedroht fühlt, dann muss man sich ernsthaft fragen, ob die Schlüsselgrößen, die jetzt verwendet werden, auch ausreichen. So, jetzt Alex wieder. Also dieser Fakt, den uns Nadia gerade gesagt hat, dass Diffie-Hellman mit dem und das Numberfield-Sieve eben so ist, das ist eine Sache, über die Krypto-Leute Bescheid wussten, aber die meisten von uns, die Systemsicherheit betrieben haben, wie zum Beispiel ich, haben dieses Memo natürlich nie bekommen. Also ich stehe also hier auch zum Teil, um mich zu entschuldigen bei all den Leuten, denen ich über Diffie-Hellman Sachen beigebracht habe, wo ich über Perfect Forward Secrecy gesprochen habe und diesen Fakt in der Krypto, dass es genau darüber dazu passt, wo, über das, was wir uns Sorgen machen, und dann genau, dass dieser Fakt uns nicht bekannt war. Jetzt, wo wir aber darüber Bescheid wissen, wie können wir das ausnutzen, um Diffie-Hellman kaputt zu machen, zu knacken und bei den Sachen, die uns wichtig sind? Wir schauen uns heute zwei Szenarien an. Der erste betrifft HTTPS, so für verschlüsselte Internetverbindungen oder Webverbindungen. Und er betrifft also nicht nur Firmen, staatliche Organisationen, aber ganz normale Webseiten wie Sachen, die du oder ich haben. Also das ist sehr, sehr, sehr down to earth. Das ist sehr, sehr einfach und normal. Wir nennen sie Logjam. Logjam erlaubt uns, HTTPS-Verbindungen zu knacken, zu vielen verschiedenen modernen Webseiten mit modernen Browsern, und zwar dadurch, dass wir diese Webseiten dazu bringen, die
Sicherheit nach unten zu drücken. Und woher kommt diese Angriffe? Früher aus den Crypto Wars, noch in den 1990ern. Und zwar hatte da die USA, mein Land, hatte Beschränkungen, welche Kryptographie exportiert werden durfte zu anderen Ländern. Das heißt, US-Firmen durften keine Kryptographie exportieren, die mehr als stärker war als ein bestimmter Schwellenwert. Also bei RSA war zum Beispiel die Schlüssel Größe auf 512 Bit restriktiert und bei Diffie-Hellman eben auch war die Primzahl eben auf 512 Bit zurückgesetzt. Und wir nehmen inzwischen an, dass das wahrscheinlich deswegen der Fall war, weil diese Größen einfach waren für die NSA zu knacken. Und das heißt, wenn wir eine amerikanische Firma sind, wie zum Beispiel Netscape Navigator, also dieser Browser, der die ersten SSL-Protokolle initiiert hatte, dann würden wir also einen Weg brauchen, um zwischen Server in den Vereinigten Staaten zu Clients in den anderen Ländern, wie zum Beispiel hier in Deutschland, zu sprechen. Und deswegen ist Ihnen eine Möglichkeit eingefallen, HTTPS-Verbindungen automatisch die richtige Schlüsselstärke auswählen zu lassen, je nachdem, welche Stärke der Browser unterstützte. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, ist die sogenannte Export-Grade-Cipher-Suite, also Exportstärke der Verschlüsselungs-Suite. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine HTTPS-Verbindung aufbauen, so eine HTTPS-URL, dann schickt der Browser zum Server eine Liste der Kryptografie-Methoden, die er spricht, die sogenannte Cipher-Suite. Und der Server sucht sich davon eine aus, die mit dem Server und dem Browser kompatibel ist, und dann wird diese Verschlüsselungsmethode für die Verbindung benutzt. Und die Art und Weise, wie das in den 90ern unterstützt wurde, durch die Hintertürchen, die sie da, also die Art und Weise, wie Krypto in den 90ern gemacht worden ist, ist, dass praktisch Browser exportiert worden, die eben nur 512-Bit gesprochen haben, und damit konnte da die NSA mithören. Und das sind eben die Stärken, die wir hier sehen. Und obwohl kein Browser exportiert worden ist oder veröffentlicht worden ist, der nur diese Schlüsselstärken spricht, also seit den 2000ern oder so, als die USA ihre Exportregulationen aufgeweicht hatte, gibt es die Option oder die Möglichkeit, dass nicht sofort diese alten Browser weggegangen sind. Das heißt, viele, viele Server, selbst heutzutage, akzeptieren diese sehr schwachen Verschlüsselungsmethoden, wenn der Browser nur die spricht. Also zum Beispiel, wenn ich einen Internet-Shop betreibe, eine E-Commerce-Seite, dann möchte ich ja trotzdem mit Browsern oder Kunden sprechen, die noch Netscape Navigator aus den 90ern benutzen, weil sonst würde ich ja einige Verkäufe verlieren. Also warum sollten wir das abschalten, obwohl kein moderner Browser diese Verschlüsselungsalgorithmen auswählen würde? Also dachten wir zumindest. Letzten Jahr gab es zwei Angriffe, die diese geschwächten Algorithmen ausgenutzt haben und haben dann die Browser eben dazu überredet, denen über die schwachen Algorithmen zu sprechen, anstatt den stärkeren. Der erste davon war die Freak-Angriff, der Anfang 2015 veröffentlicht wurde. Die Freak-Attack war tatsächlich eine Implementationsschwäche in vielen modernen Browsern. Und um das auszunutzen, musste man nur einfach relativ billig eine 512-Bit RSA-Schlüssel faktorisieren. Und wie wir bei Nadja gerade gehört haben, ist das eine Sache von vielleicht 4 Stunden, $75. Also wenn wir das machen, dann sind wir in der Lage, alle Verbindungen zu und von einem schwachen Server zu knacken. Also einem, der all diese alten Cypher-Suites spricht. Und das betrifft also die meisten modernen Browser, also sagen wir mal ungefähr 10% aller Top-Million-HTTPS-Webseiten. Das hat immer noch den Diffie-Hellman-Algorithmus gelassen, der nicht mit Freak angreifbar ist. Und wir haben jetzt ein Paper geschrieben im Mai, das zeigt, dass wir einen separaten Angriff haben, den Logjam-Angriff, der einen Fehler in TLS ausnutzt, der in allen modernen Browsern vorhanden ist, der uns erlaubt, alle modernen Browser down zu graden auf den 512-Bit Diffie-Hellman und damit ähnliche Angriffe zu fahren, wenn der Server eben diese alten Ciphers noch unterstützt. Okay, und jetzt lasst mich das noch kurz erklären.
wie das wirklich funktioniert. Ihr habt euch sicher schon gefragt, das ist jetzt die Chance, euch das mal zu erklären. Also Logjam passiert im Prinzip während dem Handshake am Anfang bei der Verschlüsselung. Oben sieht man das, euer Browser verbindet sich jetzt mit einem Server auf der rechten Seite. Alice will jetzt ihre Lieblingswebseite angucken. Im ersten Schritt, ein normaler Klient würde jetzt sagen, ich will jetzt diese möglichen Chiffren benutzen, inklusive unter anderem Diffie-Hellman. Und die rechte Seite antwortet, indem er sagt, er nimmt jetzt eine bestimmte davon, zum Beispiel Diffie-Hellman, und gibt seine Zertifikatkette mit und seine Parameter für den Diffie-Hellman Exchange P und G und benutzt dann seinen hoffentlich langen Schlüssel, mit dem das signiert ist, um diese Parameter rauszugeben. Und wenn man diese ganze Verhandlung dann durchgeführt hat, im Anschluss gibt es, also sagen wir mal, es gibt einen Man in the Middle, der versucht mitzuhören. Das Erste, was er machen wird, ist, er wird die Hallo-Nachricht am Anfang des Austausches modifizieren, so dass er diese exportierbaren alten Verfahren unterstützt oder anfragt. Und der Server kann dann nur antworten, dass er die unterstützt, weil eine andere hat er ja nicht angefragt bekommen. Und ungefähr 10% aller Server machen das ja. Also die werden dann antworten, ja, wenn das das Einzige ist, was du haben willst, dann kriegst du das auch. Und jetzt handeln beide die Verschlüsselung aus mit Diffie-Hellman, aber mit diesen kurzen, nur unterstützten Schlüsseln. An diesem Punkt würde jetzt ein normaler Browser das zurückweisen, weil er hat ja eigentlich das gar nicht angefragt. Aber jetzt kommt der Mann in der Mitte wieder und modifiziert dann auch die Nachricht des Servers, modifizieren und reinschreiben, dass es eben doch eine längere Nachricht ist. Aber das Problem liegt hier im Protokoll, weil es einfach keine Unterscheidung gibt zwischen den beiden. Die schauen im Prinzip beide gleich aus. Und wir haben in der Realität wirklich einen Haufen Seiten im Internet gefunden, die wirklich auch bei normaler Diffie-Hellman die kurzen Schlüssel verwendet und akzeptiert. Also modifiziert jetzt der Mann in der Mitte diese Antwort und der Client kann noch nicht mal feststellen, dass das modifiziert wurde. Okay, jetzt gibt es noch einen letzten Schritt, wo man feststellen könnte, dass was schiefgegangen ist als Klient. Und jede Seite muss jetzt eine abgeschlossene Nachricht an die andere Seite schicken, um das abzuschließen. Dabei wird das Geheimnis dieser Session verwendet. Also die vier dieser Nachrichten, die dabei verschickt werden, müssen auf beiden Seiten gleich sein. Aber der Mann in der Mitte kann diesen Dialog auch abändern, weil man eben diesen kurzen Schlüssel verwendet. Wir wissen durch das Number Field Sieb genug, um das zu brechen. Das heißt, man muss wirklich, während der Dialog läuft, die Verschlüsselung knacken. Dann kann man die Hallo-Nachrichten von beiden Seiten modifizieren und beide Seiten können wirklich nicht feststellen, dass sich was geändert hat. Tut mir leid, das ist ein bisschen komplizierter. So, und wie weit verbreitet sind jetzt diese Diffie-Hellman öffentlichen Parameter? Wir haben jetzt einfach mal das Internet gescannt. Wir benutzen ZMAP, das haben wir schon mal hier vorgestellt auf dem 31C3. Und das haben wir jetzt verwendet, um Verbindungen mit HTTPS-Servern im IP-Adressraum zu machen und haben dabei herausgefunden, wie verbreitet
verschiedene Größen der Primzahlen sind. Wir haben herausgefunden, dass 97% der Server verwenden noch drei dieser kurzen Schlüssel. Das liegt daran, dass die hart kodiert sind in verschiedenen Standards. Das häufigste davon ist ein öffentlicher, hart kodierter Parameter in Apache 2.2. Also man muss wirklich Apache neu kompilieren, um dieses Problem zu beheben. 13% der Server unterstützen eine Primzahl, die hart kodiert ist in Mod SSL, und die nächsten 4% waren in der Sun JDK. Nur 10 Primzahlen haben im Prinzip 99% der Server ausgemacht, bei denen wir gefunden haben, dass sie 512-Bit Diffie-Hellman unterstützt haben. Wenn wir das jetzt kompromittieren wollen, was müssen wir dann tun? Nadja hat euch gerade erzählt, wie lange es dauert, um das Numberfield-Sieb zu verwenden, um das diskrete Logarithmusproblem zu lösen. Und wir haben jetzt diese Vorberechnung für die drei häufigsten 512-Bit Diffie-Hellman-Primzahlen durchgeführt. Und die Kollegen von uns, CatoFS, haben diesen Code für uns vorgeschrieben und haben das dann laufen gelassen auf diesen Primzahlen und haben das auf einen Cluster, den sie rumliegen hatten, durchlaufen lassen, und es hat ungefähr eine Woche pro Primzahl gedauert. Und danach haben wir eine optimierte Version des letzten Teils des Numberfield-Siebs zu verwenden, und es hat nur 70 Sekunden gedauert, um das dann jeweils rauszufinden. Das heißt, Logjam und unsere Vorberechnungen erlauben uns, jede Verbindung auf ungefähr 8% der 1 Million beliebtesten Webseiten zu knacken. Und als wir das veröffentlicht haben, hat es im Prinzip bei jedem modernen Browser funktioniert. Okay, was können wir dagegen tun? Das ist sehr, sehr schlecht, ihr alle. Das ist die Krypto, die wir alle benutzen. Okay, wir haben einige Sachen, mit denen wir dagegen arbeiten können. Das ist das tatsächlich positive Teil. Die Browserverkäufer haben angefangen, die Minimalstärke von Diffie-Hellman zu erhöhen. Das heißt, IE, Chrome und Firefox werden alles unter 1024 Bits verweigern, Safari alles weniger als 768, und TLS 1.3 enthält ein Bit, das sagt, okay, man darf das eben nicht mehr downgraden. Jetzt zurück zu Nadja. Okay, wir haben euch versprochen, dass eine Demo gibt. Wir haben Optionen. Nummer 1 ist, ihr könnt das herunterladen, CatoFS, diese ganze Geschichte, und das selber laufen lassen, den diskreten Logarithmus-Algorithmus laufen lassen, und dann könnt ihr einfach das überall selber besprechen. Aber nachdem wir die ganzen Berechnungen schon gemacht haben, haben wir uns gedacht, wir können auch die entsprechenden Vorberechnungen euch zur Verfügung stellen, nachdem wir die Arbeit ja schon gemacht haben. Das haben wir gemacht durch die Twitter-API. Das heißt, wir haben einen Bot auf Twitter, und wenn ihr diskrete Logarithmen für irgendwelche dieser weit verbreiteten Parameter berechnen wollten, dann kann dieser Bot das für euch tun. Hier ist der Gruppengenerator und die Primzahlen in Hexadezimal für die drei Gruppen, für die wir die Vorberechnung gemacht haben. Und wenn wir das ausprobieren wollen, dann machen wir ungefähr sowas. Das benutzt hier Sage, das ist eine Python-basierte Open-Source-Paket für Algebra, Zahlentheorie und so weiter. Sage ist da ziemlich cool für sowas. Also zum Beispiel meine Prime ist das hier jetzt, dann kann ich das einfach so machen. Und dann nehme ich 2 und nehme es hoch 1337, modulo m. Dann drücke ich das in Hexadezimal auf, dann bekomme ich eben diesen Wert heraus. Dann kann ich den in einen Tweet pasten oder einfügen zu DLogBot. Dann passiert einiges auf unserem Ende. Das ist eine der Maschinen in meinem Labor. Also bitte nicht kaputt gehen. Und nach ungefähr einer Minute oder zwei bekommst du eine Antwort zurück. Nämlich die.
Also es gibt eine Queue, es gibt eine Schlange, also nur eine Sache passiert auf einmal und normalerweise sind es ungefähr 70 Sekunden, wo es dauert. Also wenn er nicht sofort antwortet oder nicht innerhalb von einer Stunde, dann könnt ihr uns mal anschreiben und dann können wir mal gucken, ob das immer noch funktioniert oder ob da irgendwas kaputt gegangen ist. Also viel Spaß, bitte benutzt das nicht für böse Zwecke. Wir haben auch schon einige zufriedene Kunden. Okay, also wir haben euch auch versprochen, dass wir hier zwei Angriffe mit Diffie-Hellman geben wird. Und die erste Geschichte, Logjam, alle können die Backdoors aus den 90er benutzen, um moderne Browser zu pwnen. Und die zweite Sache ist ein kleines bisschen weiter verbreitet. Also sprechen wir jetzt mal, wie Diffie-Hellman Schwächen für Massenüberwachung benutzt werden können. Wir glauben, dass Regierungen jetzt schon heute 1024-Bit diskrete Logarithmen Diffie-Hellmans so brechen können, dass sie praktisch weit verbreitete passive Überwachung von Internetkommunikation damit möglich ist. Ist denn das Brechen von 1024 Diffie-Hellman schon irgendwie erreichbar für die Regierung? Und wir können mal sehen, dass für 512-Bit RSA und Diffie-Hellman, dass das praktisch jeder entschlüsseln kann. Also jeder von euch könnte eigentlich mal die Ressourcen aufbringen und das zu entschlüsseln. 768-Bit RSA oder Diffie-Hellman. Ja, also wir glauben, das ist auf jeden Fall erreichbar für akademische Versuche. Für 1024 ist es noch ein bisschen komplizierter. Also das Feld der Algorithmen ist so schwierig, dass es sogar schwierig ist, überhaupt irgendwie Abschätzungen zu erschaffen. Und es ist sehr schwierig, kompliziert überhaupt abzuschätzen, wie lange wir da brauchen. Aber wir haben mal ganz konservativ das durchgerechnet und eine sehr konservative Schätzung für 1024-Bit Diffie-Hellman, um die zu brechen, brauchen wir ungefähr 45.000 Jahre an einem CPU-Kern. Also 45 Millionen Jahre, das klingt schon sehr lange, aber wenn wir da uns mal drüber nachdenken, wenn wir wirklich dann so groß arbeiten, da gibt es einige Optimierungen, die wir eben durchführen können. Also zum Beispiel, anstatt dass wir das auf normalen Computern machen, wie diese Schätzungen zeigen, vielleicht nehmen wir dann einige andere Chips und vielleicht erstellen wir sogar unsere eigene Hardware. Und wenn wir uns zum Beispiel mal einige Geschwindigkeitsvorteile von selbstgebauter Hardware anschauen, dann denken wir mal, wir können das Ding ungefähr um 80 Mal schneller machen, nur indem wir praktisch eigene Hardware benutzen. Dann fragen wir uns, was kostet das ungefähr? Wir denken, dass um eine entsprechende Maschine zu bauen, die einen 1024-Bit Primzahl pro Jahr knacken kann, würde ungefähr eine wenige hunderte Millionen Dollar kosten. Also, das heißt, wir können einmal pro Jahr eine Präkomputation herausgeben, die jede Verbindung, die diesen Key benutzt, brechen kann. Die individuellen Logarithmen können dann praktisch fast in Echtzeit berechnet werden und man kann dieselbe Hardware benutzen, um diese Berechnungen auszuführen. So, und so sehen jetzt dann die Schätzungen aus, wie das dann wirklich aussieht. Also kann die NSA das wirklich machen? Das ist, wo wir jetzt dann mit den Verschwörungstheorien anfangen. Also es gab Es gab schon seit Jahrzehnten und Jahren, gab es immer wieder Gerüchte mit einigen Durchbrüchen, die NSA da irgendwie gemacht hat. Da gibt es zum Beispiel hier was aus Stanford, so gibt es einige Codebreaker, die dann eben gesagt haben, okay, was macht denn NSA so? Und da hat einen Artikel geschrieben, 2012, der ganz klar gesagt, dass er zu einigen offiziellen Regierungsvertretern gesprochen hat und die haben gesagt, vor ein paar Jahren hat NSA einen riesigen Durchbruch gemacht und jeder ist jetzt ein Ziel der Überwachung und dieser Durchbruch, der gibt ihm die Option, heutige öffentliche Verschlüsselungen zu knacken und keiner hat da irgendwie Zugriff zu den Details gehabt, aber was auch immer es war echt groß und es war echt massiv. Natürlich, als wir das gesagt haben, haben wir uns gedacht, okay, was kann das möglicherweise sein? Haben sie etwa RSA geknackt? Und der Artikel geht dann weiter, dass sie dann spekulieren, dass es möglicherweise AES ist. Und das ist meiner Ansicht nach relativ unwahrscheinlich, weil Public Key ist viel interessanter. Also wir haben diese Gerüchte,
über diese großen Durchbrüche, dass Zehntausende Mathematiker beim NSA da eben dafür arbeiten und da durchbrechen. Ja, wir sehen auch an dem Geld, das sie ausgeben, dass die NSA da auf jeden Fall ganz viel Geld ausgeben, und dafür müsste es aber auch dann Finanzen geben, und dank Edward Snowden haben wir da auch deren Budgets, und sie vergeben tatsächlich Hunderte von Millionen von Dollars pro Jahr aus für Personal, und sie geben auch ganz viel aus für Computersysteme, Analyse, Exploitation Solutions, das heißt wahrscheinlich Software und Hardware zum Knacken. Und sogar Mikroelektronik ist dann in diesem Budget drin, in einem sehr großen Betrag. Also das ist sehr interessant. Also 100 Millionen Dollar für spezielle Hardware ist definitiv erreichbar für eine Regierung wie unsere. Damit sind die USA gemeint. Okay, was wäre denn jetzt die Auswirkung, wenn man das wirklich vorberechnet für eine einzige Primzahl? Die Antwort ist erschreckend groß. Also wenn man jetzt die Vorberechnung macht für eine einzige 1024-Bit große Primzahl, das würde passives Mithören von 66% aller VPN-Verbindungen, also Verbindungen an 66% aller VPN-Server und 26% aller SSH-Server ermöglichen. Und im Prinzip funktioniert es ja immer so, dass man sagen muss, was unterstützt dieser Server, was präferiert er? Und das sind nur die, die sagen, sie würden diese bestimmte Größe präferieren. Wenn man jetzt eine zweite hätte, dann würde das für 18% der Top 1 Million HTTPS-Domänen funktionieren. Und das letzte Stück Beweis, das wir noch haben, das ist wahrscheinlich schon innerhalb der Reichweite der NSA ist, das sind jetzt die Folien, die letztes Jahr rauskamen, durch den Spiegel. Da ging es relativ weit ins Detail über die Entschlüsselung der, also das passive Mitlauschen von VPN-Verbindungen, und die Folien sagen, ja, wir haben die Möglichkeit mitzulauschen bei den VPN-Verbindungen auf einer relativ großen Skala, und sie sind auch relativ glücklich darüber. Und das ist meine Lieblingsfolie darüber. Wenn wir uns jetzt nochmal, also diese Folien, die schauen sich relativ genau den Schlüsselaustausch an. Und wenn man sich den jetzt anschaut, wie der funktioniert bei IPsec-VPNs, dann bauen die Verbindung auf, und der Schlüsselaustausch benutzt einen fixen Satz an Parameter aus einer sehr kleinen Anzahl an möglichen Werten. Und da muss man dann aushandeln, welchen von den Parametern man da verwendet. Und daraus ermitteln sie dann ein gemeinsames Geheimnis, das sie verwenden. Und in der gängigsten Modus, den sie verwenden, ist quasi wie ein geteiltes Geheimnis als Passwort. Dieses Diffie-Hellman-Geheimnis, was dann ausgemacht wird, wird dann mit dem anderen vermischt, sodass man einen Session Key erhält. Wenn man also eine Verbindung dieser Art knacken will, muss man im Prinzip den vorher ausgemachten gemeinsamen Schlüssel klauen und mit einer anderen Methode, und dann kann man es knacken. Wenn man jetzt also die Vorbedingungen anschaut, die NSA hat für die große angelegten Lauschangriff, dann hängt es davon ab, dass man den vorher ausgeteilten Tief kriegt, den Traffic dazu, und man braucht noch die Metadaten dafür. Das sind deren Voraussetzungen, um das entschlüsseln zu können. Und wenn man sich jetzt noch genauer anschaut, wie ihr Entschlüsselungsablauf wirklich aussieht, das ist relativ kompliziert, aber sie holen den IKEA-Austausch und die Metadaten und schicken das in ein System, was sie haben. Also diese IKEA-Nachrichten packen sie in einen hochperformanten Rechner und kriegen dann, benutzen dabei noch auch Datenbanken vorher bekannter Werte und benutzen das, um das zu entschlüsseln. So sieht der Ablauf aus, aber wir haben keinen genauen Details, wie die Analysis funktioniert, aber wir wissen ungefähr, wie sie zusammengebastelt werden. Es braucht ein hochperformantes Rechnen, man braucht diese IKEA Key Exchange, und man kriegt dann den entschlüsselten Nachrichten.
Jetzt kann man das verbinden mit dem diskreten Logarithmusablauf, und wenn man sich die Vorbedingungen mit dem Ablauf, den wir bräuchten dafür, vergleicht, stellt man fest, dass es beides relativ ähnlich ist. Man kann jetzt die Punkte gegeneinander abgleichen und stellt fest, dass es quasi dasselbe ist. In dem gleichen Foliensatz, den wir da hatten, haben sie auch genaue Pläne veröffentlicht, denen sie gegen bestimmte Dinge vorgehen würden. Wenn man eine vernünftiges Backdoor hätte, dann hätte das weniger Vorbedingungen. Dann würde man es sich einfacher machen, das zu entschlüsseln. Ich lasse jetzt noch Alex den letzten Teil machen. Also, um jetzt das Ganze zum Ende zu bringen, was wir jetzt heute gesehen haben, durch die Kryptoanalyse auf Diffie-Hellman, wahrscheinlich ist das wirklich der feuchte Traum der Massenüberwachung. Wenn eine Regierung mit hinreichend vielen Ressourcen, die das investieren will, in so eine Abhörmethode, kann man im Prinzip unfassbar viele Verbindungen fast jeden Protokolls im Internet abhören. Hier sind noch mal ein paar Zahlen dazu. Die Top 100 Millionen Seiten bei HTTPS. Wir schätzen, dass man 56% der Verbindungen passiv knacken kann. Bei dem Internet Key Exchange der Version 1 und 2, dann sind wir sogar bei den 60% Range, sogar mit derselben Hardware. Bei SSH mit verschlüsselten Verbindungen, für SMTP mit StarTLS, für IMAP. Alle diese Protokolle sind potenziell durch dieselben Methoden angreifbar, weil im Prinzip alle Entwickler dieser Protokolle auf dieselbe Kryptographie zurückgreifen mit den gleichen Parametern, die so weit verbreitet sind. Was können wir jetzt also dagegen machen? Also erstmal gegen die Logjam-Attacke. Jeder kann im Prinzip diese 90er-Jahre-Krypto-War-Technologie verwenden, um die modernen Browser zu knacken. Manche von den Browsern haben sich schon irgendwie angestrengt, um das loszuwerden. Und viele sind da schon ein gutes Stück weit, aber es gibt immer noch genug zu tun. Unsere wichtigste Forderung ist aber, benutzt keine Backdoor-Kryptographie von damals, weil die kommt jetzt und macht uns das Leben schwer. Und dann haben wir noch die zweite Angriff. Das ist der 1024-Bit. Wir müssen da wirklich darüber nachdenken, ein paar Upgrades zu machen. Die einfachste Sache ist wahrscheinlich, und jeder Kryptograf, den wir fragen, sagt uns, nimmt elliptische Kurven als kryptografische Methoden. Ja, die NIST-Kurven könnten möglicherweise von der NSA kompromittiert worden sein, aber insgesamt ist es wahrscheinlich das Vernünftigste, was wir haben. Und wenn das keine Option ist und es gibt technische Gründe, warum das so sein kann, dann benutzt bitte wenigstens 2048 oder besser noch längere Primzahlen für Diffie-Hellman. Und wenn das auch keine Option ist, weil ihr irgendwie uralt Versionen verwendet oder Java, wenn irgendjemand hier ist, der für Sun arbeitet oder für Oracle, dann bitte, bitte sagt ihnen, sie sollen bitte ihre Krypto fixen. Aber wenn das keine Option ist, also wenn man die Wahl nicht hat, dann kann man immer noch seine eigene 1024-Bit-Primzahl generieren. Es ist richtig, dass man da verschiedene Tricks anwenden, damit sie sicher ist. Und ja, aber es gibt Implementierungen, die einen diese Arbeit abnehmen. Und es ist nicht ganz einfach, aber es ist wirklich billig und es gibt fast keine andere Wahl. Und in dem Fall muss wenigstens die Regierung sich wirklich nochmal anstrengen und richtig viel Ressourcen reinstecken, um das einfach zu kriegen, und kriegt es nicht einfach umsonst. Das war unser Vortrag für heute Abend. Wir haben uns einen Haufen Zeit für die Fragen übrig gelassen. Ich danke euch fürs Zuhören.
Nadja and Alex, thank you very much. We installed some microphones here in the room, so please queue up. But first, Signal Angel, do we have some questions from the net? Yes, we have a lot of questions. Wir haben einen Haufen Fragen. Die erste Frage. Glauben Sie, dass die NSA Quantum Shor Faktorisierung benutzt? Ich glaube mal, es ist eher wahrscheinlicher, dass sie normale klassische Kryptographie für 1024-Bit-Schlüssel benutzen, anstatt dass sie einen Quantencomputer hätten, von dem niemand gehört hat. Ist es denkbar, dass NSA das PNP-Problem gelöst hat und nicht sagt? Wahrscheinlich nicht, aber wenn sie das gehabt haben, dann würden sie das wahrscheinlich sehr, sehr geheim halten. Ich glaube, ich hoffe, sie würden es uns sagen, aber ich bezweifle es. Zwei Fragen eigentlich. Die erste, ist es vernünftig anzunehmen oder ist es möglich, dass sie einzelne RSA-Schlüssel angreifen, zum Beispiel in einer Woche Aufwand knacken können? Oder also als die NSA Suite B rauskam, haben sie keinen Diffie-Hellman benutzt. So in 2005 haben sie uns im Prinzip gesagt, wir verwenden keinen Diffie-Hellman. Das heißt, als sie das irgendwie geändert haben, dass man dem folgen sollte? Also der erste Teil der Frage, ob sie RSA faktorisieren, die Antwort für 1024 ist ziemlich sicher, ja, tun sie für wertvolle Ziele. Also wenn du eine große Webseite bist und du einen 1024-Bit-RSA-Schlüssel benutzt, dann ist es sehr, sehr, sehr höchste Zeit, einen stärkeren Schlüssel zu benutzen. Wenn die NSA nicht einen 1024-Bit-RSA-Key benutzt hat, dann bin ich sehr enttäuscht und ich frage mich, wo mein Steuergeld eigentlich hinfließt. Außerdem denke ich, dass der Grund dafür ist, oder was die verteidigende Teil der NSA tatsächlich empfiehlt, das zu lesen, das ist tatsächlich, weil das wahrscheinlich eine sinnvolle Art und Weise ist, sinnvolle Sache ist, die man tun. Also wir glauben, dass die öffentlichen Empfehlungen des Verteidigungsteils der NSA sagen, wir glauben, dass die Leute eben für Empfehlungen sind, die klassifizierte Daten benutzen. Das heißt, wahrscheinlich sind das gute Empfehlungen. Aber was die NSA mir gezeigt hat über diese Empfehlungen ist, solange man sie exakt befolgt, dann geht es einem gut. Aber sobald man auch nur ein minimal zur Seite geht, links oder rechts, dann machen sie überhaupt keine Garantien mehr. Also denk mal drüber nach, was das bedeuten könnte bezüglich deiner Implementation, genau nächstes Mal, wenn du durch diese Empfehlungen durchliest. Okay, then we hop over to microphone 3, please. So for the moment is also im Moment ist ein elliptische Kurvenkryptographie basierte Diffie-Hellman sicher? Wir hoffen mal. Also zumindest ist er nicht durch genau diesen Angriff angreifbar. Also soweit wir wissen, ist es nicht möglich, diese gleiche Vorberechnung für elliptische Kurven Diffie-Hellman zu machen. Also was wir nicht erwähnt haben in dem Talk ist der Grund, warum Elliptic Curve Schlüssel so viel kürzer sind, ist, dass wir diese sehr, sehr mächtigen Index-Calculus-Algorithmen haben, um diskrete Logarithmen über endliche Felder zu faktorisieren. Und wir haben keine Äquivalente für richtig generierte elliptische Kurven. Und deswegen sind diese Schlüsselgrößen kürzer und deswegen wir glauben, dass die sicherere sind. Sie haben gesagt, dass wenn Sie die Vorberechnung durchführen für die häufig verwendeten Primzahlen, dann können Sie den Aufwand für die eigentlich verwendeten Verbindungen auf 70 Sekunden drücken können. Dann in der Zeit ist doch meine Verbindung schon längst durch. Okay. Also da verweise ich auf das Paper für die volle Antwort, aber es gibt einige Tricks, die man machen kann, um einen Session-Handshake offen zu halten für 70 Sekunden. Und das ist möglicherweise nicht, was du machen willst mit der Verbindung zu einem Webbrowser, der index.html lädt, aber der Prozess, der zum Beispiel dieses 1-Pixel-Tracking-JPEG lädt, das eh keiner sieht, das ja auch die gleiche Session bekommt, das kannst du 70 Sekunden lang offen halten, ohne dass der Benutzer das bemerkt.
Also was uns gelungen ist, ist, dass wir haben einige Wege gefunden, mit denen wir diese Browser-Implementation dazu bringen können, die Verbindung lang genug offen zu halten. Außerdem 70 Sekunden ist, was wir mit einigen Wochen an Optimierung geschafft haben und ein bisschen rumhängen. Aber wir glauben aber, mit nicht zu viel Mehraufwand könnten wir diese Nummer nochmal deutlich reduzieren. Aber wir glauben, 70 Sekunden ist gar nicht mal so schlecht auf diese Art und Weise. Und sie wirft gerade ein noch Proof of Concept. How long do you estimate this? Wie lange schätzen Sie, braucht es, um die Sicherheit, von RSA noch hält? Und wann werden wohl Quantenalgorithmen kommen, um das zu ersetzen? Oh, letzte Nacht war der Ort, um über Quantenkryptographie zu sprechen. Die kurze Antwort ist, dass die Leute, die wissen, worüber man spricht, ist, dass wir uns da jetzt drum Sorgen machen sollten, weil wahrscheinlich innerhalb der nächsten 15 Jahre Quantencomputer rauskommen, aber es ist sehr schwierig, darüber zu spekulieren, über Fortschritte in der Physik, die noch relativ weit weg sind. Also. Do we have another one? Sure. What's your opinion on the NIST? Was ist Ihre Meinung zu den NIST-Kurven? Vor allem wegen der Gerüchte im Moment über die Backdoor da drin. Es gibt keine bekannten Arten, diese Kurven hinter Türen eingebaut werden konnten mit den bekannten Parametern. Aber wenn ihr denen nicht glaubt, Bernstein hat eine Kurve, die ihr auch benutzen könnt. Glaubt ihr Dan oder vertraut ihr der NSA? It sounded a little bit that you recommend or that you say that Diffie-Hellman is worse than RSA now. Also Sie sagen, dass Diffie-Hellman jetzt schlimmer ist als RSA. Also soll ich jetzt wirklich auf RSA zurückwechseln? Mit gleich langen Schlüssellängen. Wenn die Primzahl ungefähr gleich groß ist oder der Modulo ist, dann sagen wir das ja. Dass wenn wir jetzt im 1024-Bit-Fall uns befinden, dann gibt es starke Gründe dafür, diese sehr bekannten Diffie-Hellman-Primzahlen zu vermeiden. Aber das ist natürlich nicht die gesamte Story, das ist nicht die ganze Geschichte. Für längere Schlüssellängen oder längere Modulo-Zahlen ist RSA wahrscheinlich immer noch okay, aber so oder so ist der Wechsel auf elliptische Kurven Schlüsselaustausch die richtige Art und Weise, also das zu machen. Also das präzise Statement, das wir machen können, ist, wenn wir 1024 Diffie-Hellman mit 1024-Bit RSA vergleichen, dann und wenn wir Diffie-Hellman mit den weit verbreitetsten Primzahlen aus dieser Gruppe benutzen, auch die auch alle anderen im Internet benutzen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine große staatliche Organisation die Präkomputation für diese Primzahl benutzt. Das heißt, sie können diese Vorberechnung benutzen, um deinen Diffie-Hellman Key Exchange mit sehr viel weniger Aufwand berechnen können, als wenn sie jetzt einen neuen 1024-Bit RSA-Key-Schlüssel berechnen müssten, der jetzt für dich individuell ist. Auch wenn jetzt dieser 1024-Bit RSA-Key tatsächlich erreichbar wäre, ist es möglicherweise den Aufwand nicht wert. Dagegen bei Diffie-Hellman haben sie die harte Arbeit schon gemacht, das für alle im Internet zu machen. Und deswegen ist es wahrscheinlich, bist du nur noch ein kleiner Fisch und es ist trotzdem einfach für dich. So, die Sache ist die, wenn wir 1024-Bit Diffie-Hellman nehmen mit Elliptic Curve, dann habt ihr es wahrscheinlich richtig gemacht. Wahrscheinlich ist es, oder wie realistisch ist es, dass man eine neue Primzahl für jeden oder für immer einen kleinen Satz von Austauschen generieren kann? Leider sind die Eigenschaften, die wir von diskreten Logarithmen brauchen, sind sehr schwierig. Wir brauchen eine diskrete Primzahl, wir möchten eine sichere Primzahl und sie sollte nicht, keine Hintertür enthalten und das ist trotzdem sehr schwierig. Also wenn du deinen Laptop benutzt, dann brauchst du bestimmt eine Minute dafür zum Beispiel. Also es ist tatsächlich viel Aufwand, neue sichere Primzahlen zu erstellen. Also das heißt, benutzt einfach eine größere, sichere Primzahl und dann ist es schon okay. Also ich habe jetzt gehört, dass elliptische Kurvenkryptographie nicht anfällig ist für solche Vorberechnungsattacken. Ist das Zufall oder wurde das so einbezogen in das Design? Glück? Zufall? Eine Kombination von beidem. Also soweit wir wissen, kann man
bei elliptischen Kurven auch Vorberechnungen durchführen. Das heißt, generisch kann man sagen, die beste Sache, die du sagen kannst, ist, du kannst sehr viel vorberechnen, aber du musst so trotzdem bei Elliptic Curve immer noch sehr viel Aufwand reinstecken. Also normalerweise, wenn ich jetzt einen elliptischen Curve-Algorithmen benutzen möchte, dann müsste ich die, dann hängt die Angriff immer noch von der Schlüsselgröße ab. Das heißt, je größer der Schlüssel, desto mehr Aufwand muss ich betreiben. Aber das heißt, ich bekomme als Angreifer deutlich weniger raus aus der Vorberechnung. Was denkt ihr über Blacklisten in den dieser Primzahlen in den modernen Browsern? Diese bekannten Primzahlen einfach rauswerfen aus den Browsern, haben wir uns, als wir damit zuerst rausgekommen sind, wenn wir das dann gemacht hätten, dann hätten wir automatisch 10% der Top-Webseiten kaputt gemacht, weil es gibt da keine einfache Lösung, was zu sagen, wenn du diese Primzahl nicht magst. Was wahrscheinlicher ist, was die Browser machen, ist, dass sie dieses Diffie-Hellman mit den kurzen Schlüssellängen einfach komplett ausbauen über die nächsten Jahre. Also wahrscheinlich das Erste, was sie machen werden und was sie auch jetzt schon machen, ist, sehr, sehr schwache Schlüssel zu verweigern. Aber über längere Zeit hinweg werden sie wahrscheinlich allen ihren Benutzern raten, auf elliptische Kurvenverschlüsselungsalgorithmen umzusteigen. Ja, Alex, vielen, vielen Dank. Und das Übersetzerteam sagt auch Danke. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags.